Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Gilde 3. Bei mir ist heute der 6.9. und es ist passiert. Das Update 0.9.2 ist endlich da und holla die Waldfee. 2 GB Inhalt hatte das Update. Ich habe auch das Spiel jetzt einfach mal instant komplett neu installiert, damit wir auch wirklich alle Content-Inhalte jetzt wieder drin haben. Nicht, dass es wie beim Miss Survival wieder so passiert. Ich will auch kurz darauf eingehen, aber erstmal einen Schluck Kaffee nehmen. Weil nur nicht die kleine Tasse hier auf meinen Notizen draufsteht. Oh, dann werden wir erstmal die Einblende machen. So, ich bin auch nicht im Weg, das ist auch sehr schön. Ich zeige euch mal kurz, wie verdammt viel das ist. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen. Es sind auch ultra viele Bugfixes dabei. Teilweise sogar die, die wir selber in den Aufnahmen hatten. Ich habe jetzt mal ein bisschen zusammengerissen und wirklich nur das Nötigste mitnotiert. Und zwar, ganz neues Feature ist, dass die KI jetzt Artefakte benutzen und sie regelmäßig auch verbessern in ihrem Inventar. Also sie checken regelmäßig den Markt und gucken, ob sie sich was Besseres kaufen könnten für das Geld, was sie auch gerade haben. Also die cheaten da jetzt auch nicht in dem Sinne, dass sie was für 10.000 kaufen, obwohl sie nur 1.000 haben in der Dynastie. Wie das jetzt bei NPCs funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Aber ich vermute mal, dass da auch das eine oder andere dabei sein wird. Man kann jetzt Beweise handeln, also mit Verbündeten bzw. auch mit anderen Dynastien, mit gegnerischen denke ich jetzt mal eher weniger. Was bedeutet, dass wenn man selber Mist gebaut hat, dass man sich die Beweise von woanders ja kaufen kann. Oder wenn man jemanden anklagt, den Beweis, den man hatte, verkaufen kann und dann vor Gericht nicht mehr als Ankläger dasteht. So habe ich das jetzt zumindest verstanden aus den Update-News, die hier gerade noch mit eingeblendet werden. Apropos, wir könnten das jetzt auch wieder schließen. Also ich werde versuchen dran denken, den Link reinzunehmen oder ihr guckt einfach bei Steam-Account rein, direkt in die Update-News, da steht es auch drin. Es gibt auch eine Verlinkung direkt auf den deutschen Eintrag dazu. Der ist ja oftmals noch Englisch, zumindest war er bei mir ganz oft so. Ganz neues Feature. Autosave ist hinzugekommen. Bei jeder neuen Runde kommt ein Autosave hinzu, also wenn man den Rundenwechsel von den Jahreszeiten hat. Wenn eine Dynastie stirbt, kommt jetzt auch eine Meldung, warum sie gestorben ist. Nicht einfach nur, dass sie gestorben ist, sondern auch warum. Ob jemand ermordet ist, ob Altersschwäche, Krankheit und so weiter und so fort. Oder pleite gegangen, kann ja auch sein. Was natürlich sehr hilfreich ist, wenn man dann selber gerade dafür sorgen möchte, dass jemand pleite geht. Und dann die Information kommt, ist bankrott. Dann weiß man, man hat es geschafft. Die Krankheiten sind jetzt angepasst worden, dass die halt einem mehr Zeit geben zum Reagieren. Also ich nehme an, dass wenn jetzt eine Pest und Lepra dabei ist, dass halt der Gesundheitsbalken nicht mehr so schnell runtergeht und Grippe genauso. Bei Grippe hat man ja schon teilweise das Problem gehabt, hat man sie am Ende einer Runde bekommen und man musste bis zu Arbeitsbeginn warten und dann noch warten, bis man behandelt wird, dann war schon ein Dreiviertel des Balkens runter. Bei Lepra und Pest kann ich mir gut vorstellen, ist dann einfach der Tod da drin. Ne? Was natürlich auch sehr gut ist, dann für die Fuhrknechte, dass die halt nicht mehr so schnell wegsterben, was wir ja auf Helgoland hatten. Dann sind diverse Preisspannen verbessert worden. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Das KI-Verhalten ist verbessert worden. Da habe ich jetzt noch keine Ahnung, was genau damit gemeint ist. Das werden wir uns aber heute noch angucken. Texturen sind neu hochgeladen worden. Ich wollte mal eben noch kurz das Internetfenster hier schließen. Das bedeutet, dass jetzt vor allem in dieser Version schon neue Geländetexturen hinzugekommen sind. Hör mal auf zu ruckeln hier, so. Neue Geländetexturen hinzugekommen sind. Ich möchte behaupten, man sieht es jetzt schon hier im Startbildschirm. Allein schon bei dem Mauerwerk. Es sieht jetzt vom Weiten nicht aufgemalt aus, möchte ich behaupten. Was mich jetzt vorher überhaupt nicht gestört hat. Das Spiel muss keine super Hammer-Grafik haben. Es muss halt nur funktionieren. Ich bin gespannt, wir gucken uns das auch gleich genauer an. Und eine große Ankündigung zu den Texturen, es ist noch mehr geplant, also es wird nochmal komplett überarbeitet, soweit ich das verstanden habe. Und die nächste große Ankündigung, was sich das Team jetzt gerade im Moment anguckt, ist einmal das Leben als Landesherr. Ein schöner Text war auch eingeführt, Landesherr zu werden ist schwer, aber Landesherr zu sein ist langweilig. War sehr schön. Kommt mir irgendwie bekannt vor, in welcher Folge hatte ich das gesagt. und an den Handelsrouten wird nochmal gearbeitet. Da bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt drauf. In welchem Update das kommt, ist jetzt aber natürlich noch unklar. Habe ich keine Ahnung. Und wir müssen jetzt natürlich ein neues Spiel anfangen, oder? Ja, natürlich. So, was ich mir überlegt habe. Wir nehmen doch mal wieder eine andere Stadt. London hatten wir letztens, obwohl ich jetzt gerne
Also ich habe überlegt, dass ich jetzt auch mal den Gauner mache, aber diesmal als böser Gauner und versuche da irgendwie zu überleben. Leider kommt es jetzt nicht dazu, dass wir versuchen können zu gucken, ob wir mehr Gebäude kaufen können, als wir bauen können. Können wir aber vielleicht jetzt hier in diesem Spielstand. Wir haben jetzt wahrscheinlich einen Monat Zeit. Mal gucken. Ich denke, wir nehmen mal Paris. Da war ich schon lange nicht mehr drin. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich das damals schon als ich aufgenommen habe, schon gespielt habe. Ich mache mal wieder 5 Dynastien, oder? Warte mal, wie viele sind Maximum? Uiuiuiuiui. Na, dann machen wir 8. Die Hälfte. Damit wir einfach die Möglichkeit haben, uns vernünftig hier aufzubauen. Begründet eine Mächtige. Was ist jetzt hier die Zielsetzung? Nee, das möchte ich nicht. Ich mache wieder Landesherr. Würde aber versuchen zu vermeiden, dass wir Bürgermeister werden, um überhaupt Landesherr werden zu können. Obwohl, wir könnten Bürgermeister machen. Und wir haben ja jetzt Autosave drin und sobald wir mitbekommen, oh Moment, da ist jetzt bestimmt worden, dass wir Landesherr werden, kann ich ja vorher das Amt abtreten. Das ist ja möglich, das habe ich noch nie gemacht. Dann behalten wir das lieber so, weil mein persönliches Ziel ist jetzt immer noch Reichsfürst zu werden. Ich werde es nicht in einer Dynastie schaffen, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist einfach die Lebensspanne zu klein von dem Dynastiegründer. Aber ich versuch's. Grundsätzlich. Gut, dann starten wir wieder als armer Schlucker, diesmal nicht als Karriere. Denn wir wollen uns ja wirklich vom Ghetto of Paris, sage ich jetzt mal, hocharbeiten. Setzen wir mal fort. Gauner bitte, genau. Wollen wir mal ein Weibchen spielen? Ich habe noch nie als Weibchen hier angefangen. Werte Dame? Ja, das ist mir eine. Okay, Frauen haben keine Stimmen. Warte mal, erstmal die Gewandung ändern. Soll schon ein bisschen Gauner-like aussehen. Und natürlich in Schwarz, bitte. Das kann man ja nicht beurteilen, ob die Klamotte passt. Wir machen heute auch ein bisschen Überlänge. Oh, kann es sein, dass mehr Wappen hinzugekommen sind oder täuscht das gerade nur? So. Habe ich auch noch nicht so wirklich gemacht mit dem Ranzoom. Einmal kurz, ja, aber nicht so wirklich. Warte mal, machen wir kurz noch eine andere Gewandung. Dann können wir mich auch mal mit der Haarfarbe rum experimentieren hier. Ach, wisst ihr was? Ich nehme mal rote Haarfarbe, dann sind wir halt Hugenotten. Dann sind wir jetzt die Hugenotten in Paris. Obwohl das, glaube ich, von der Zeitspanne her gar nicht so wirklich passt, wa? Und ein Dieb sollte nicht unbedingt so auffällig aussehen, ne? Aber warum ist das jetzt so Bordeaux-rot? Ich meine, mir gefällt's, aber ich hätte gedacht, dass es jetzt schwarz wird. Okay. Ach, Moment, ich habe was vergessen. Ich wollte euch noch was zeigen. Entschuldigt bitte. Optionen. Autosave ist hier einstellbar. Ist grundsätzlich auf ausgestellt. Ich habe es auf angestellt. Automatischer Stufenaufstieg für die Angestellten wieder. Ausschließlich meine Dynastie soll die Plakette angezeigt werden. Zeige Plaketten niemals anzeigen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das war. Das hatten wir auch irgendwann mal in der Folge drin. So, Soundeinstellungen hat er sich gemerkt, obwohl ich neu installiert habe. Ich war sehr positiv überrascht davon. So, jetzt trotzdem nochmal hier Paris. Paris. 8, armer Schlucker, Landesherr, fortsetzen. Ein Jahr pro Runde, das ist immer sehr praktisch, fand ich. Oh, das habe ich auch schon gemerkt. Und dann nennen wir sie jetzt mal... Oh, wie nenne ich mich jetzt weiblich? Rubina? Ja, machen wir Rubina. Ganz kreativ. Robins Lestat, okay, auch nicht schlecht. So, trotzdem weiterhin Gaunerei. Und jetzt finde ich, sollten wir vielleicht mal... Ach, obwohl, das machen wir mit Level Up. So, jetzt könnte es ein wenig ruckeln mit der Stimmenaufnahme. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt noch ganz gut. Hier ist jetzt auch ein neuer Ladebalken hinzugefügt worden. Der war ja vorher sehr unkreativ, einfach nur dem Zweck entsprechend. Jetzt ist der... Es sieht aus wie so ein rotes Seil, was hier durchläuft, mit diesen Verschnörkelungen an der Seite. Ist nicht verkehrt. Oh, ich bin so gespannt, Leute. Aber ich nehme schon mal vorsichtshalber die Kopfhörer runter, falls gleich das Tutorial wieder startet, was immer sehr laut ist, erfahrungsgemäß.
Willkommen zu Die Gilde Wirtschaftssimulation. Ja, es war dezent laut. So, wir speichern uns gleich mal ab hier. LP01. Hey. Achso, ich muss immer erst nochmal hier reinklicken. Ja, stimmt. Stimmt, LP01 am 6.9. So, bestätigen. Damit ich die Datei auch wiederfinde, falls das passieren sollte und ich die Datei zum lieben Heinrich schicken müsste. Machen wir erstmal langsam und gucken uns erstmal wieder um. Hä? Achso, stimmt. 0,5 und dann kam Zeitlupe. Okay. Ach ja, was auch behoben wurde, der Bug, dass das Baugerüst stehen bleibt bei Baustellen, wo das Gebäude zerstört wurde, beziehungsweise es zum Gebäudeabsturz kam, wie das, was wir in Helgoland hatten, wo überall diese Baugerüste rumstanden, die einfach mal keinen Sinn hatten. Hier wird aber gerade was gebaut, ne? Boah, was schaut man, Leute? Also, ich finde, man sieht jetzt hier schon auch farbliche Unterschiede. Ja, okay. Wenn man da rangeht, ist es immer noch ein kleines bisschen aufgemalt. Ach, apropos, ein Hinweis von den Entwicklern. Stadtmauern und Türme sind nicht zu 100% an der richtigen Stelle platziert. Wow, ist hier viel Platz. Ich mag Paris jetzt schon. Das sind aber wieder zwei Viertel. Aber die müssten beide als Innenstadt gelten. Oh, Leute. Das wird richtig schön. Geht das alles als Bauplatz? Achso, da kann ich jetzt eh nicht gucken, wir können da bloß ein Räuberlager bauen. Ach, hier ist dann das Schloss, ja? Nee, das ist... Oh! Oh, ho, ho, ho. Der Fernhandelsweg nach Tours hat ein richtiges Stadttor bekommen hier sozusagen. Oder, ja, Provinz-Einlasstor, wie auch immer. Ist schon eigentlich ein ganzes Schloss, ne? Cool! Steht denn da drauf? Irgendwas Russisches. Glaube ich. Wer mir das bitte übersetzen könnte. Aber ich vermute mal, da steht Fernhandelsweg Tours drauf, oder? Okay. Gut, wir gucken uns noch weiter um. Steht es noch? Ja. So sah es einst aus. Nee, doch nicht. Moment, das ist nicht Notre Dame. Oder doch? Nee. Nee, das sind die normalen Kathedralen hier aus dem Spiel. Hätte ja sein können, dass sie die Originalbaute zum Andenken hier rein implementieren. Aber wer weiß, vielleicht kommt das irgendwann noch. Ja, mal so das Schloss. Jetzt müsste ich mal gucken. Oh, nice. Oh, nice. Das ist ein eigenes Viertel, oder? Nee, das gehört alles zur Innenstadt. Oh, das ist ja schön. Da könnte man sich direkt einen Betrieb neben dem Schloss kaufen. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen Bauplatz. Nee, Bauplatz will keiner mehr übrig sein, denke ich. Ja, weiß nicht. Oder so ein Haus direkt neben dem Schloss. Das wäre ja so ein kleines Statussymbol. Ne? Oh, das gefällt mir. Jetzt habe ich bloß ein bisschen die Orientierung verloren. Warte mal, wir sind von da drüben gekommen, ne? Gehen wir hier irgendwo? Feierabend? Was ist das? War ich schon nah dran. So, gucken wir uns erstmal um hier. Hier drüben hat man also schon einen Steinbruch. Oh, der sieht anders aus, oder? Oder täuscht das nur? Der hat doch jetzt so ein Gebäude hier dran. War das vorher auch schon? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das vorher bloß das hier war. Oder ob das Gebäude auch immer mit dabei war. Vielleicht habe ich auch nie so wirklich drauf geachtet, weil ich ja noch nicht wirklich den Steinmetz mal ausprobiert habe. Also den neuen Steinmetz sozusagen, also seit den ganzen Updates, die jetzt gekommen sind. Was ich aber auf jeden Fall noch machen werde, keine Sorge. Hier wäre auch ein Holzfäller. Was ist hier wieder für ein Monument? So. Aber das sieht doch wieder bedeutsam aus. Hier, als wenn mit einer umgekippten Bank, die kaputt ist, als wenn man sich hier vielleicht mit einer Storyline mit jemandem treffen muss oder so. Wäre auch eine Mühe. Also man könnte hier als Handwerker in Paris echt gut anfangen, muss ich gestehen. Da könnte man hier im Vorort
sich schon richtig gut was aufbauen. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal gucken, wo überall Stadttore sind. Ah, schade. Gibt's hier überhaupt eins? Ja, hier. Okay. Nicht, dass wir nicht in die Stadt kommen. Das wäre fies. Okay, was gäbe es hier noch? Hier ist auch noch eine Mine. Gutshof. Kräuter. Räuberlager wird gebaut. Ja, war mir wieder klar, dass die Konkurrenz natürlich ganz viele Räuberlager wieder baut. Das ist Aachen. Ah, okay. Es kann gut möglich sein, dass das alles schon im letzten Update drin war. Da habe ich aber, wenn ich mich richtig erinnere, keine Neuinstallation gemacht. Weil ich auch zeitlich so viele Probleme hatte. Heute nehme ich mal aber den ganzen Tag Zeit. Also, es ist bereits nachmittags, okay. Bis nach Antwerpen, okay. Bei mir 16.30 Uhr. Für die, die es wissen wollen. Hier geht's nach Calais, okay. Eine Mine. Oh Leute, also das ist echt eine schön große Karte. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt fangen wir aber erstmal mit dem Räuberlager an. Und da bin ich am Überlegen, ob ich das irgendwie in der Nähe vom Stadttor errichte. Problem ist, obwohl, was heißt Problem? Ist die Frage, ob wir es können. Das müsste doch aber machbar sein, oder? Oder wir lassen uns erstmal hier in der Nähe nieder und versuchen dann am Stadttor Wegelagerer zu platzieren oder selber zu Wegelagern. So, bauen wir ihn nochmal. 1240. Haben wir hier vielleicht gerade eins, das wir aufkaufen können? Sieht schwer nicht danach aus. Und wenn ich das richtig sehe, baut hier gerade ein Konkurrent, oder? Aber eine Kräuterhütte. Okay, das darf er gerne machen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Das wird hier gebaut. Ich würde sagen, hier wird nichts mehr gebaut. Das hat nicht funktioniert, mein liebes Team Purple Lamp. Aber ihr habt vielleicht auch was anderes gemeint. Dass es wirklich nur ist, wenn ein Gebäude gebaut wird und dabei zerstört wird. So haben sie es ja reingeschrieben. Aber gut, mich stört es nicht, wenn die Dinger da stehen. Es sieht ein bisschen hässlich aus, okay. Wir wissen ja aber von Helgoland damals noch, dass wir trotzdem darauf bauen können. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, ob meine Kamera eigentlich an der richtigen Stelle ist. Ja, das passt. Gut. Dann bauen wir uns jetzt erstmal ein Räuberlager. Gesetzlose Gesetzesbrecher. So kreativ, danke. So, gucken wir doch mal. Hier dürfen wir nicht bauen. Das ist natürlich schade. Ach, weil das als Umland gilt, darf man da nicht bauen. Weil ich hätte schon gerne das Räuberlager einfach so aus Prinzip mitten in den Wald gestellt. Das hier zählt auch wieder als Umland, das hier hinten. Ist aber sehr schade, muss ich sagen. Vor allem hier mit diesem Jägerstand. Das zählt auch wieder als Umland. Ah, die Bauplätze sind noch nicht ganz so optimiert worden. Ich habe extra nachgelesen, es stand leider nichts davon drin. Auch wisst ihr was hier aus Prinzip? So. Dann ist schon mal ein Großteil von dieser Baustelle verschwunden. Und wir haben bloß noch hier dieses kleine Ding. Das sieht ein bisschen aus wie ein abgebrochener Bau eines Turmes. So. Aber Moment, wir haben noch ein bisschen Restgeld. Wir gehen erstmal zum Markt. Hier. Rüsten wir uns doch gleich mal aus mit der Rubina. So, nee, Quatsch, wir brauchen erstmal. Brauchen doch erstmal was anderes. Hier gibt es übrigens auch eine Neuerung, dass Familienmitglieder bei der Fertigung von Gegenständen in einem Haus, also in dem Zuhause, jetzt Erfahrungspunkte bekommen. Da, habt das gesehen? 2 EP. Nochmal 2 EP. Damit brauchen wir ja nicht mehr viel. Jetzt würde ich natürlich noch schön finden, wenn Kinder ab einem gewissen Alter, also noch bevor sie wirklich arbeiten gehen dürfen, wenigstens das schon mal machen dürften. Dann könnte man mit denen manuell so ein bisschen Geld verdienen, theoretisch. Und dann müssten sie ja theoretisch auch Erfahrungspunkte bekommen dafür, dass sie verkaufen. Das war ja zumindest früher so in den früheren Teilen, dass man Erfahrungspunkte dafür bekommen hat, dass man Sachen verkauft hat auch. Vor allem als Dynastie überhaupt. Na, komm schon. Hey, gib her hier. Ah, ich glaube, das ist doch meine Maus. So, dann nimmst du mal
erstmal den Waschlappen. Ich eile. So. Ach Quatsch. Nee. So, jetzt aber hier. Gucken wir doch mal. Zammert, 16, unverheiratet, Bürger, 84%. Dimitri. Ist Dimitri ein französischer Name? Ich dachte immer, das wäre ein russischer. Oder so aus dem Ostblock heraus. Ernstbart. Stuart. Tudor. Okay, Stuart, das ist normal aufgrund der historischen Begebenheiten. Die englisch-französischen Kriege. Aber egal. Moment. Komm, ist er jetzt Bryant? Nein, ich wollte nicht Bryant. Wo ist denn der, den wir vorhin hatten? Hier, Zermatt. Zack. Gucken wir doch mal, wo er ist. Hier ist auch eine Neuerung hinzugekommen, wenn das Ziel beschäftigt ist, also das Ziel einer Maßnahme beschäftigt ist, dann kommt kommt eine Meldung. Sprich, dass man etwas nicht ausführen kann. Wenn er jetzt, weiß nicht, vielleicht gerade angegriffen wird oder wenn er ausgeraubt wird, irgendwie so in dem Dreh, dann müsste die Meldung kommen. Wenn er gerade irgendeiner anderen Tätigkeit nachgeht, einer harmlosen Tätigkeit, dann kommt das jetzt wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Bin mir da überhaupt nicht sicher. Oh, es ruckelt aber ein bisschen. Bin beschäftigt. Ich bin gerade beschäftigt. Das ist mir egal. Ich laufe dir doch bloß hinterher. Oh, der ist wieder irgendwo mitten in der Stadt, oder? Da ist natürlich auch noch die Frage, ob das später noch hinzukommt, dass man bei der Partnersuche vielleicht wählen könnte, aus welcher Umgebung er kommen soll. Und ob er einer Dynastie angehören darf oder nicht. Dass man einfach bloß Häkchen setzt. Mehr nicht. Oder ein Häkchen für unmittelbare Umgebung oder was auch immer. Ich bin ganz ehrlich, diese langen Laufwege, die sind dann doch ein bisschen nervtötend. Ja, es ruckelt ein wenig. Ich müsste mal... Wartet mal bitte. Ich muss mal eben meinen Taskmanager öffnen. Das kann natürlich auch an meinem Rechner liegen, aber nö. Da langweilt sich gerade. Oder? Ja doch. Na okay, die Grafikkarte hat ein bisschen zu tun. Nochmal zur Info, ich habe eine GeForce 1070 Ti. Das heißt, ihr könnt es dann an diesem Maßstab bemessen, ob euer Spiel, also ob auf eurem PC das Spiel ebenso stabil läuft wie bei mir. Boah, der ist ja wirklich genau am anderen Ende der Karte, oder? Alter Schwede. Oh. Aber ich muss sagen, dass mit den Texturen, wenn ich mir jetzt auch so den Himmel angucke, zum Beispiel unterschiedliche Farben und so, es sieht schön aus. Es sieht wirklich auch abgerundet aus mittlerweile. Es ist nicht mehr so... Ja, also es ist überhaupt kein Vergleich zu GTA 1, sage ich jetzt mal. Aber GTA 1 war damals, zu der damaligen Zeit, auch ein optisch sehr ansprechendes Spiel. Zwar ein bisschen düster auch, aber es war ja auch das dunkle Mittelalter. Und da fand ich, dass es damals schon sehr, sehr schön aussah. Und das, genau dieses Gefühl habe ich jetzt auch hier. Es sieht vor allem aus dieser Perspektive einfach nur schön aus. Kann man nicht anders sagen. Oh Gott, ey. Das ist ja schon die erste, ja, ist ja schon die erste Jahreszeit rum. Bevor wir überhaupt den Typen hier haben. Oh, hat er eine Napoleon-Nase? Nee. Dachte gerade, er hat so eine richtige Napoleon-Hügelnase. So, machen wir aber auf 0,5, damit wir den schnellstmöglich noch heiraten können. Das war erfolgreich, sehr schön. Hier, wollt ihr Blumen kaufen? Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Erfolgswahrscheinlichkeit geachtet. Ey, machst du da gerade meinen Job? Ja, jetzt habe ich die Stimme noch so leise wegen dem Sprecher, der mich immer ein bisschen genervt hatte bei der letzten Aufnahmesession. Ich glaube, ich lasse das auch so, weil der wird ja jetzt wiederkommen, sobald wir Angestellte haben und alles, kommt ja ständig unten eine Meldung. Es ist ein hübsches Gewand, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu kleiden. Oh, sie ist gut, würde ich sagen, sie ist gut. Aber mir fällt auf, es dauert jetzt länger, die zu überzeugen, die Leute. Es kommen halt weniger Punkte hinzu. Okay. Küsschen? Oder es liegt daran, dass wir ein Weibchen sind und jetzt gerade versuchen, ein Männchen zu umgarnen. Dass das dann länger dauert, dass das irgendwie
so programmiert wurde. Ach Quatsch. Na! Ah! So, zack. Jawohl. Jetzt möchte er. Ich habe wieder nicht auf die Wahrscheinlichkeit geachtet. Schön. Könnt ihr mir helfen, eine Familie zu gründen? Meine Eltern gehen mir so langsam damit auf die Nerven. Schön. Es hat funktioniert. Und der Priester ist wieder sprachlos. So. Und gleich mal Level up. Sehr schön. Aber du gehst erstmal nach Hause, bitte. Da müssen wir uns nämlich erstmal um den Nachwuchs kümmern. So, durch den Waschlappen hat sie noch ein Plus. Ach ja, stimmt, weil wir Grauner sind. Ah, stimmt ja, wir kriegen ja diese Attributsaufwertungen, die dauerhaften. Als Gauner, stimmt. Das ist mir ehrlich gesagt total entfallen. So. Jetzt nicht, bitte. Na toll. Naja, zur späten Stunde ein Techtelmechtel mit dem Ehemann. Aber bis wir da sind, ist schon die nächste Jahreszeit. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Ah. Und dann werden wir uns erstmal gleich eine Rüstung und eine Waffe kaufen und dann gehen wir mal auf Wegelagerei. Wie gesagt, ich will mal versuchen, hier auch die illegalen Maßnahmen, soweit es eben geht, zu machen und dann versuchen, die Beweise aufzukaufen. Ich werde aber die Angestellten versuchen zu benutzen, dass wir überall Ansehen gewinnen, damit wir dementsprechend auch aufsteigen in der Hierarchie hier, also in der sozialen Hierarchie. Das ist so mein grober Plan. Ob es funktionieren wird, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und ganz zur Not müssen wir halt die Taktik wieder ändern. Mal ernsthaft? Ist sie jetzt auf dem Rückweg einen viel kürzeren Weg gegangen? Okay. Zack. Dann kümmert euch mal bitte um den Nachwuchs. Ich gucke auch weg, okay? Schneller bitte, wir haben keine Zeit. Könnt ihr euch bitte beeilen, danke. Konkurrent an den Erben. Ja, die haben die Zeit genutzt, während wir erstmal unserem Schwarm hinterhergelaufen sind. So, mein Lieber, jetzt möchte ich mal gucken, ob ich mit dir Berufsmaßnahmen ausüben kann. Aber es sieht nicht so aus. Doch, doch, er ist jetzt auch Gauner, okay. Warte mal, könntest du... Schade, dass das hier nicht gilt. Ich schicke dich jetzt aber mal in den Betrieb. Genau. Den wir hier drin gebaut haben. Jawohl. So. Mal gucken, ob das so funktioniert. Was sind Erdäpfel? Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Aber müsste ja eigentlich. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich so eine Riesentasse habe, die wurde mir mal geschenkt. Von meiner Ausbilderin damals. Und ich finde, da wir heute noch sehr viel vorhaben, dachte ich mir, ist so eine große Tasse Kaffee mal sehr angebracht. Da muss ich nicht ständig aufstehen und die kleine Tasse auffüllen. Aber wie ich gerade sehe, wie schon fast alle und sie hat nicht mal eine halbe Stunde gehalten. So, die müssten gleich da sein, alle beide. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob unser Zammert von hier aus... Ja, sehr schön. Dann machst du bitte das. Und mit ihr gehen wir jetzt nochmal zum Markt, verdammt. Schon wieder vergessen. Aber gut, wir können diese Aktion ja auch hier drüber steuern, weil mit ihr möchte ich dann wirklich mal Wegelagerern. Nennt man das Wegelagerern oder Wegelagerern? Dann würde ich das echt hier vorne versuchen, hier schön an der Kreuzung in Richtung Stadt rein die Straße, also hier vorne so. Weil dann wirklich alle drei Hauptwege hier rein und raus laufen sozusagen. Und hier laufen ja auch relativ viele Leute vorbei. Ich denke, das ist eine Maßnahme, ne? Ich hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Nein, tu ich nicht. Du willst oder nicht. Und unser Zammert kann schon mal Einfluss und Ansehen sammeln, beziehungsweise Geld und Ansehen sammeln für uns. So. Waffen und Ausrüstungen. Der Gambeson auf jeden Fall. Wo, wartet mal. Das ist nicht Gambeson. Hier ist der Gambeson, genau. Weil der bringt auch wieder Ansehensbonus. Ich kaufe den natürlich gerade zum ungünstigsten Zeitpunkt. Ist mir jetzt aber egal. Jawohl. Und... Das ist die Frage, was wir nehmen. Ich fand kann ich eigentlich auch zwei Waffen tragen? Nee, leider nicht, weil so ein Rapier und eine Pistole hätte ich jetzt sehr praktisch gefunden. Den Rapier kann man ja auch einhändig führen und die Pistole dann sowieso, dass man den ersten Schuss bekommt und dann mit dem Rapier weiterkämpft. Also wie ein Degen kann man ihn auch
sehen. Es sind gerade ziemlich viele Pistolen hier. Wartet mal, während ich mich entscheide, mache ich mal Zeitlupe. Oh Gott, das sind ja... Was sind denn das für Preisspannen bei der Pistole? 42 bis 1626? Alter Schwede. Entschuldigung. So ungewohnt mit so einer Riesentasse. Eins und zwei. Ach, wisst ihr was? Dadurch, dass wir bei dem Rapier auch einen Verteidigungsbonus haben, klein, nehme ich lieber den. Es war gerade eine sehr teure Angelegenheit, aber haben oder nicht haben. Und dann würde ich aber auch noch ein Eisenarmband nehmen wollen. Oder war der Lederhandschuh besser? Ich glaube, der Eisenarmband war besser in dem Fall. So. Zack. Könnten wir sogar noch ein Amulett und sowas tragen, aber das machen wir später, wenn wir das Geld dafür haben. Jetzt müssen wir erstmal Geld verdienen und Nachwuchs bekommen. Und dann geben wir, nachdem ich die Zeit wieder auf 2 gestellt habe, dir den Befehl, dass du bitte hier drüben Wege lagern sollst. Geht das nicht? Ach, hier geht's auch. Na gut, dann machen wir es hier. Da müssten wir ja von dem Umkreis her so ziemlich alle erwischen, weil die automatische Wegfindung läuft ja möglichst mittig. Und wenn ich das richtig sehe, sind die Texturen sogar so gemacht worden? Ja klar, guckt mal. An den Seiten sind die Steine noch unbehelligt oder relativ unbeschadet. In der Mitte sind sie ziemlich ja, abgeschliffen, weil da die Laufwege sind. Das ist ja cool gemacht. Das gefällt mir. So. Bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht noch schwanger im Knast landen. Vorausgesetzt, wir kommen da auch irgendwann mal an. So. Nun verstecken wir uns hier. Ich bin gespannt, ob da jemand vorbeikommt, den wir überfallen können. Da kommt jemand. Jetzt bin ich gespannt. Wer bist du? Medikus? Scarlet? Rubina? Was ist? Du hast schon gesehen, dass da ein potenzielles Opfer war, oder? Ich kann gerade nicht. Okay. Weil normalerweise ist es jetzt so beim Wegelagern, das haben sie nämlich jetzt auch gefixt, beziehungsweise verbessert, dass es nicht zwangsläufig zum Kampf kommt, wenn man Wege lagert. Hey, wehe, du raubst das Kind aus. Gut. Aber die da, die kannst du nehmen. Ja, 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 ja. Jetzt nutzen wir hier. Oh. Wollt ihr eine Winifred gehört einer Dynastie an, das ist natürlich sehr praktisch. Die Kandals. Da bin ich gespannt. Ist natürlich auch noch Dynastie überhaupt. Ach ja je. Oh weia. Es könnte jetzt übel ausgehen. Ich bin gespannt. Ah, es ist natürlich blöd, dass wir die gleiche Laufgeschwindigkeit haben. Ich dachte eigentlich, dass man direkt vor Ort dann jemanden überfällt. Ah ne, guck mal, wir sind ein bisschen schneller als sie. Wie kriegen sie jetzt? So, gib mir dein Geld. Oder wir kämpfen. Sie ergibt sich. Ja. Und wir kriegen das Geld jetzt so, ohne zu kämpfen. Ja, 70 Geld bekommt. Und? 73 Erfahrungspunkte, das ist nicht wenig. Jetzt ist die Frage, ob die einen Beweis gegen uns hat. Falsch hier. Okay. Scheint normal gelaufen zu sein. Das machen wir gleich nochmal, ne? Vielleicht diesmal hier vorne? Ach, einfach mitten auf dem Weg wird schon nicht auffallen, oder? So, ein paar Minuten machen wir noch. Ich werde so ungefähr die Zeit wieder rausholen. Die Bevölkerung gegen euch aufgehetzt. What? Horsley? Haben uns denunziert? Warum tun die sowas? Und wer sind die? Die hier. Ah, direkte Konkurrenten. Natürlich listig, egoistisch und aggressiv. Also, die werden wir wahrscheinlich zuerst bekämpfen müssen. Und was ich jetzt hier in dieser Aufnahmesession auch vorhabe, vielleicht nicht unbedingt heute, aber dann, wenn unsere Dynastie stabil läuft,
Würde ich gerne versuchen, Gebäude zu erobern. Das hatten wir nämlich bis jetzt noch gar nicht geschafft. Jemand mag euch. Nur mal so in der Theorie probiert, bis wir von den Gardisten komplett vernöbelt wurden. Oh, da. Ah, wir verlieren Ansehen dadurch, ja. Was ist? Jetzt, wo wir die Frieda ausgeraubt haben. Im Umland haben wir jetzt Ansehen verloren. Gleich zweimal. Oh, es kommt zum Kampf. Aber wir haben jetzt schon Erfahrungsbonus bekommen. Okay. Die hat sich einfach nicht ergeben. Das heißt, wir brauchen eine Steigerung in Einschüchtern, damit die sich gleich ergeben. Weil wir sind natürlich deutlich im Vorteil. Obwohl die echt kräftige Schellen austeilt. Ja, natürlich haben wir den Kampf gewonnen. Und dann werden wir sie jetzt aber auch ausrauben. Macht die es automatisch? Sie macht das automatisch. 60 Gold und ein Fett. Haha, wir können also Fett verkaufen gehen. Interessant, interessant. So, wie lange ist sie denn noch schwanger? Ich glaube, wir können sie schon mal nach Hause schicken, beziehungsweise erstmal zum Markt. Unser Zuhause ist hier. Genau, machen wir einfach so. Drehen wir nochmal in die richtige Richtung. Selbstverständlich. Was mich jetzt aber auch mal interessieren würde, ob die Straßen in den anderen Städten dieselbe Gestaltung haben. Weil ich kann mich erinnern, dass die... Entschuldigung, da war Kohlensäure im Kaffee. Ich kann mich erinnern, dass in Magdeburg zum Beispiel die Pflasterstraßen alle so gräulich waren. Hier hat es eher so ein Sandstein-Naturstein-Misch, sage ich jetzt mal. Ja, man sieht doch richtig, also da hat auch jeder einzelne Pflasterstein eine andere Textur. Und hier muss mal wieder jemand Unkraut jäten. Zwischen den Steinen. So, ich bin ja immer noch auf minimale Geschwindigkeit hier. Oder fast minimal. Die bauen jetzt schon eine Scheune? Wie schnell steigen die denn auf? Ist doch erst ab Beisasse möglich. Krass. Krasses Pferd. Okay, das müssten wir erstmal gemeinsam sein. Aber guck mal, unser Ehemann holt schon langsam Geld ran. Den wir im Übrigen auch mal nach Hause schicken können. Denn es ist ja bald wieder Feierabend hier. Ach, sie ist schon da. Sehr schön. Dann können wir mal Fett verkaufen. Und nochmal 15 plus. Why not? So, dann gehst du mal nach Hause. Genau, jetzt ist eh Feierabend. Und weißt du, was du jetzt machen wirst? Das wollte ich gar nicht. Ja, natürlich haben sie das gemacht. Gilchrist. Familie Gilchrist. Wer ist denn das? Die hier? Okay. Aber sag mal, da fällt mir ein, denunzieren? Das geht doch auch erst ab einem viel späteren Rang. Okay. Was habe ich natürlich die ganze Zeit mal vergessen? Vielleicht mal Angestellte anheuern? Robin, ey. Zack. Zack. Und da ist der Adalger. Und der ist... Achso, ja klar. Als Gauner, logisch. Wartet mal, jetzt werde ich mal doch kurz ein bisschen langsamer machen. Was, 200 kostet das jetzt an? Das hat mal 100 gekostet. Oder ist das vielleicht nur bei Gaunern so? Ich will die ungern automatisieren. Ich werde mal... Jawohl. 3 auf Gaukelei machen, damit wir wieder überall Ansehen gewinnen und einen auf Wegelagerer. So. Und du wirst dich wieder mit deinem Mann darum kümmern, dass wir eine starke Dynastie werden. So. Der Adalger. Kann ich eigentlich auch ransuchen? Ah, das geht auch so. Ah. Aber nur ans Gesicht, ne? Hätte auch sein können, dass man sich dann mal die Ausrüstung besser angucken kann. Wenn ich mir jetzt sie zum Beispiel angucke. Ja, okay. Na gut, dann ist dem halt so. Gut, ihr Lieben. Jetzt haben wir aber die Zeit wirklich rumgebracht. Ich werde jetzt speichern. Und zwar live mit euch. Um zu gucken, ob beim Speichern irgendwas passiert. Aber jetzt fällt mir gerade mal auf. Das gucken wir uns gleich mal an. Wir hatten doch jetzt schon einen Wechsel. Wenn ich jetzt laden möchte... Autosave gut und schön, aber wo kann ich den Autosave laden? Wisst ihr was? Ich werde mal kurz das Spiel beenden. Gleich offscreen und nochmal gucken, ob alle Dateien vollständig sind, obwohl ich noch installiert habe. Und dann sehen wir uns morgen wieder.
Ciao. Achso, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mal ein Däumchen da.